Ja, also ich bin seit 20 Jahren war ich Lehrerin und zusätzlich 10 Jahre jetzt in der Lehrerausbildung. Und ich glaube, dass ich noch ein bisschen einsam bin mit meiner Vorstellung, was Netzwerken und Lernen und Arbeiten bedeutet. Auf jeden Fall, was die Schule angeht. Und ich freue mich, dass du mich genau zu dem Thema eingeladen hast und eben nicht Bildung im 21. Jahrhundert, sondern genau Networking und Lernen oder Bildung zusammen. Ja, also man hat ja oft von Netzwerken gesprochen, wenn die Männer ihre Seilschaften benutzen, um Karriere zu machen. Das ist natürlich, glaube ich, was ganz anderes als das, was ich mit persönlichen Lernnetzwerk bezeichnen würde. Bei diesem Vitamin B geht es ja nicht um Lernen oder um irgendwelche gemeinschaftsfördernden Geschichten im Sinne von das nutzt der Community, im Sinne von das nutzt der Allgemeinheit, sondern da geht es ja darum, eben im Geheimen irgendwelche Dinge zusammenzurühren, die eben nur ganz persönlichen Nutzen ergeben. Und nicht was mit Entwicklung, die für alle gut ist, zu tun hat. Das genau ist aber mit dem persönlichen Netzwerk gemeint. Also dieses persönliche Netzwerken, wo natürlich vor allen Dingen jetzt Online-Netzwerken auch mit gemeint ist, das hat deswegen für mich so große Attraktivität, weil es mit Lernen und mit einem neuen Lernbegriff zu tun hat, der wieder öffnet zu einem größeren, breiteren Lernbegriff, der ja durch die Schule sehr geschlossen wurde und sehr reduziert wurde auf systematisches, formelles, intentionelles Lernen. Und die Intentionalität, also das Lernen wollen und was will ich lernen, die hat eben nicht von den Schülern, von den Lernenden auszugehen, sondern von der Institution. Das ist was ganz Enges, das hat seinen Sinn gehabt, über den will ich jetzt aber gar nicht reden, aber jetzt macht das nur noch ganz wenig Sinn und nur noch unter bestimmten Bedingungen. Und der Netzwerk oder der Gedanke des persönlichen Lernnetzwerks, den ich selber auch erfahren habe, der mein Leben verändert hat und Probleme gelöst hat, die anders nicht zu lösen waren, bringt wieder das informelle Lernen und noch vieles andere dazu in den Lernbegriff. Und genau das brauchen wir auch in einer Relation im institutionalisierten Lernen. Das brauchen wir eigentlich auch in den Systemen. Das rettet die Systeme vor ihrem eigenen Untergang und wir brauchen die Systeme, weil nur informell Lernen ist es ja nicht. Muss in neue Bezüge gesetzt werden. Also das weiß ich nicht, weil jeder Mensch ist anders. Ich kann nur erzählen, was es mir gebracht hat. Habe vor 11 Jahren angefangen zu netzwerken. Da kannte ich natürlich den Begriff noch nicht. Aber ich habe es gemacht und das lag daran, dass Web 2.0 damals entstanden ist. Ich habe 2005 angefangen zu bloggen und habe sofort gemerkt, dass das der Ausgang aus meiner nicht selbst verschuldeten Einsamkeit war. Ich war nicht persönlich einsam, überhaupt nicht, sondern ich war einsam mit meinen Gedanken. Und die Austauschmöglichkeiten, die sich damals über das neue Wesen des Bloggens ermöglichten, die waren für mich sofort sichtbar, als ich treffe Leute, die ich gar nicht kenne und kann mit deren Gedanken und Gehirnen kommunizieren. Das ist unglaublich gewesen. Ich kannte vorher nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe Bücher gelesen,
dann konnte ich nicht kommunizieren. Das war ja so einseitig. Der Autor hat mir seine Gedanken mitgeteilt. Was ich damit gemacht habe, damit war ich dann alleine würgend in meinem Bett gelegen. Die andere Möglichkeit war, ich habe meine Tür geöffnet, was ich jeden Tag mehrfach tun musste, und bin in meine Offline-Umgebung gestartet. Dort habe ich Nachbarn gegrüßt, die mit meiner Gedankenwelt überhaupt nichts zu tun hatten und die ich auch daraufhin gar nicht erst ansprechen brauchte, sonst wäre ich in der Psychiatrie eingeliefert worden, weil sie mich für verrückt erklärt hätten. Und dann kam ich in meinen Arbeitsplatz, auf meinen Arbeitsplatz, heißt in die Schule, das ist ja mein Arbeitsplatz gewesen, und dort traf ich auf Kollegen, mit denen ich die Gedanken in der Weise, wie ich sie hatte, auch nicht teilen konnte. Dort war ich auch für verrückt erklärt worden, weil ich anders über meinen Arbeitsplatz reden wollte, als es üblich war. Und das war das große Problem natürlich, weil das mich noch einsamer in meiner Arbeit gemacht habe und gemacht hat. Und als ich das Bloggen entdeckt habe, wusste ich sofort, das ist die Möglichkeit, mit anderen zu sprechen, die in Frage kommen, die für diese Art von Gespräch überhaupt in Frage kommen. Und dann habe ich das eben die letzten 11 Jahre gemacht und es hat sich genau so ergeben. Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich kann mit Leuten in den USA, in Kanada reden. Ich komme auf Ideen, auf die ich gar nicht selber kommen kann, weil ich Sachen finde, die andere, ja, wie soll ich sagen, über mein Netz mir zuspielen. Und das ist einfach unglaublich lebensbereichernd. Das ist, wo meine gesamte persönliche Entwicklung inzwischen drin steht, was fachlich angeht, was also meine wirklich arbeitsbezogene Fähigkeiten angeht. Und ja, ich fühle mich überhaupt nie alleine. Ja, also jetzt muss ich doch wieder noch ein bisschen Vorstellungen einspeisen, die allgemeinerer Natur sind. Jetzt muss ich weg von meiner Person. Ich glaube, der Trick ist tatsächlich, der Witz besteht darin, dass man begreift, dass Lernen und Arbeiten so verschmolzen sind inzwischen, was die Anforderung angeht. Also das ist jetzt eine analytische, keine normative Ansage, dass ja die einzige Reaktion darauf, wenn Arbeit sich ständig verändert, dann kann man dem nur lernend begegnen. Man kann sich an Veränderungen nur durch Lernen anpassen. Lernen ist nicht hinsitzen und büffeln, sondern Lernen ist der menschliche Anpassungsmechanismus. Wir haben keinen anderen. Das ist Lernen. Und ob das informelles, formelles oder systematisches oder organisiert von irgendwem ist, scheißegal. Aber das ist unser Anpassungsmechanismus an veränderte Umwelten. Und wenn der Arbeitsplatz mit seinen Anforderungen sich ständig verändert, kann man dem nur ständig lernend begegnen. Das ist längst bekannt, dieser Begriff Lifelong Learning, der von der OECD seit 10 Jahren, 20 Jahren rausgekotzt wird, der ist genau das. Und das kann man nur so verstehen, dass man Lifelong Learning natürlich nicht in ständig sich fortsetzenden Seminaren, die einem in der Weiterbildung präsentiert werden, sieht, sondern das muss man selber machen. Und wenn Lernen auch persönliche Entwicklung bedeutet und nicht nur, ich lerne jetzt, wie ich auf der Arbeit mit Excel umgehe, dann muss man das selber in die Hand nehmen. Und selber in die Hand nehmen kann man es eben nur, wenn man es nicht nur in dem Besuch von Kursen, die ja zum Teil mit ihren Trainings auch in der Weiterbildung einfach einen wieder zum Schüler, zum Sechstklässler machen, sondern man muss endlich selber lernen und selber bestimmen, was, wie, wo und warum man lernt. Und das hat übrigens der Harold Jarkey, den ich ganz dringend empfehlen möchte, gerade für Leute, die sich mit veränderter Arbeitswelt und Lernen beschäftigen, sehr super in seinem Modell Working Out Loud und Learning Out Loud präsentiert. Der präsentiert da in jedem Blogartikel, den er alle 2-3 Tage schreibt, seine ganze weite Perspektive von dem, was Lifelong Learning eigentlich ist. Und
besonders in Relation zu Arbeitsplatz lernen. Du hast es jetzt mit dem Begriff selbstverantwortet oder selbstverantwortlich bezeichnet. Und das ist ja gar nicht schlecht als Ausgangspunkt, aber es klingt schon wieder so normativ. Ich muss was. Ja, ist Quatsch. Damit ich nicht sterbe, muss ich sowieso als Mensch ständig lernen und mich entwickeln. Und jetzt, wenn du das mit Verantwortung und Selbstverantwortung zusammenbringst, wird aber auch deutlich, dass ich dafür bestimmte, also nicht nur, ich muss was können, ich muss lernen können, sondern ich muss auch dürfen. Sonst kann keine Verantwortung für mich und mein Handeln übernehmen, wenn mir die Hände gebunden sind und ich die Freiheiten dafür nicht habe und die Befugnisse. Und da sind wir genau da, wo das Verwechseln von Befugnis und Kompetenz immer stattfindet. Ich kenne das auch von meinem Arbeitsplatz. Da kriege ich die Krise, wenn die Leute nicht begreifen, dass man zum selbstverantwortlichen Arbeiten, Lernen, Entwickeln, whatever, auch die entsprechenden Befugnisse brauchen. Die hat man immer nicht. Also die hat man ja nur, wenn man der CEO ist. Da hat man alle Befugnisse. Aber der unten, der die Sachen managt, der die Sachen wirklich auf den Punkt bringen muss und herstellen und arbeiten muss, der hat die Befugnisse immer gar nicht. Und deswegen kann er seine Kompetenzen auch gar nicht entwickeln. Und wenn er sie hat, kann er sie gar nicht benutzen. Das ist immer das Problem. Also das ist das größte Problem der Wirtschaft, meine ich, dass sie ihre Hierarchien immer noch organisiert hat, als wäre Lernen noch unter Ansage und Umsetzen zu machen. Aber wenn die Ansage so groß ist und heißt, du musst am Ende das und das können, damit du für uns nützlich bist, damit du für uns irgendein wunderbares Produkt erstellen kannst oder damit wir dich brauchen können, um bestimmte Probleme zu lösen, dann muss auch, und zwar schon während der Lernzeit, die Freiheit sein, also auch schon in der Schule, am Arbeitsplatz in der Schule, das ist ja praktisch der Schülerarbeitsplatz, genauso wie der Lehrerarbeitsplatz, muss für denjenigen, der was bringen soll, muss die Freiheit bestehen, das selbstständig zu beurteilen, wie er das erreichen kann und muss die Bedingungen mitsetzen dürfen. Also wenn ich als Lehrer, jetzt bin ich mal der Lehrer, nicht darüber befinden darf, wie mein Arbeitsplatz aussehen muss, damit ich professionell arbeiten kann, dann sind mir wieder so die Hände gebunden, dass ich ja nicht meine Kompetenzen weder entwickeln, aber wenn ich sie habe, nicht anwenden kann. Das ist das, was viele Lehrer krank macht. Und vor allen Dingen die Lehrer, die sehen, dass die Schüler das Gleiche brauchen. Die Schüler, auch wenn sie erst 6 Jahre alt sind, müssen auch mitbestimmen können, wie ihr Arbeitsplatz aussieht. Sonst können sie nicht kritisch denken lernen. Sonst können sie nicht Verantwortung übernehmen lernen. Das verlernt man nicht erst am Ende, wenn man ganz viel weiß und schon 30 oder 70 ist. Dann ist es zu spät. Wenn man dann die Befugnisse kriegt, dann hat man auch diese Kompetenzen nicht erworben. Also kritisch denken lernen und alles und kreativ sein und all diese wunderbaren 4K oder 21st Century Skills, die gebraucht werden und die die OECD und jeder vernünftige Arbeitgeber haben möchte, kriegt man eben nur, indem man auch die Befugnisse dafür kriegt, dass man es tut. Wenn ich nicht meine Kritik nicht nur sagen darf, sondern auf die auch gehört wird und die auch eine relevante Bedeutung hat und die Bedeutung hat dann für das, was passiert im Unternehmen oder in der Schule oder sonst wo, dann kann ich auch nicht, dann ist es nicht wirklich kritisch denken und lernen gewesen. Und Creativity, eine der zweite dieser 20th Century Skills, die angemahnt werden von den Institutionen, die kriegt man auch nicht, wenn man erst dann, oder den kriegt man auch nicht, wenn man nicht die Befugnisse hat, die Bedingungen zu setzen, unter denen man kreativ arbeiten kann. Also es ist ganz klar, es läuft auf ein ganz großes Maß an Partizipation raus und das geht in hierarchischen Systemen, so wie wir sie haben, immer noch überliefert aus dem 20. Jahrhundert nicht. Und deswegen sind alle Modelle hochinteressant, die quer zu diesen hierarchischen Systemen liegen. Die findet man sehr schön eben bei
Harold Jarkey, dem kanadischen Knowledge Managementler oder Knowledge Scientist, muss man sagen. Die haben alle was mit Partizipation in Netzwerken zu tun, mit selbstbestimmtem Bau von eigenen Netzwerken, weil Netzwerk ist die andere, der andere Modus, unter der gemeinsam gearbeitet und gelernt werden kann. Das ist der andere Modus als der hierarchische Modus. Und das, die beiden Modelle passen nicht direkt gut zusammen, aber man muss daran arbeiten, die irgendwie miteinander in Beziehung zu setzen. Man kann nicht einfach die alten Hierarchien einfach sagen, alle weg und jetzt machen wir Anarchie, sondern man muss gucken, wie man den Netzwerkgedanken, der in Augenhöhe ist, der gleichwertig ist, wo die Netzknoten sozusagen selbst sich selbstorganisierend sich ergeben, gegen die hierarchischen Strukturen in Beziehung setzen und gucken, wie da, was da für Möglichkeiten bestehen, die sinnvoll zu verknüpfen. Also man muss an dem Alten natürlich anknüpfen. Und das ist aber nicht so einfach. Aber ich bin auf der Spur, solche Modelle zu finden. Die finde ich in meinem persönlichen Lernnetzwerk und nirgendwo anders. In meinem Institut gibt es das nicht. Ich kriege das nicht von oben in der Hierarchie gezeigt. Wenn ich kein persönliches Lernnetzwerk hätte, wüsste ich über all diese wunderbaren Sachen nichts. Ja, ein Stück weit braucht man auch sowas wie Anarchie. Offene, vollkommen unstrukturierte Räume, in denen Sachen ausprobiert werden. Der experimentelle Modus ist unglaublich wichtig. Sachen, die nicht schon geprüft und für gut befunden und ein Badge haben und dann von oben sozusagen eingeführt und implementiert werden, sondern Räume, in denen gesponnen werden darf und in denen verrückt gespielt werden darf und in denen Anarchie herrschen darf. Aber das ist genau wie bei der Meditation. Ich brauche, oder sagen wir, der gute alte Begriff Muße. Ich brauche Zeiten, in denen nichts von mir verlangt wird, in denen nichts organisiert ist und in denen ich frei, verrückt, ich selbst sein darf. Die meisten Leute können das ja gar nicht mehr oder trauen oder kriegen dann Angst, wenn sie in so einen Freiraum fallen, der zufällig entsteht. Ich finde, man muss solche Räume organisieren und muss die Leute auch enablen, das zu lieben und zu suchen und zu mögen und keine Angst davor zu haben. Der Witz besteht darin, dass man das für sich selber framen muss. Wenn ich im Netz rumspiele und spinne und in meinen Netzwerken sozusagen alles auf mich zukommen lasse und sage, ah, Serendipity, come to me, dann kann ich das nur richtig gut genießen und gut finden und nutzen und für mich persönlich angstfrei, dass es mein Leben zerstören würde, nutzen, indem ich es selber frame und sage, das mache ich jetzt eine Stunde, egal was passiert und egal, wo es mich hinführt. Aber in einer Stunde um 10 will ich was anderes tun und dann bin ich wieder raus aus diesem Modus. Und alle Leute, die meditieren, kennen das. Sie, selbst wenn du voll reingefallen bist in deine Yoga-Meditation oder sonst was, du weißt immer genau, dass du es in der Hand hast, wann du damit aufhörst. Und du brauchst keine Angst davor haben, dass du dich plötzlich einen Tag lang aus der Welt findest. Ich meine, es sei denn, du nimmst Drogen, das, sowas mache ich nicht. Sondern du weißt ganz genau, dass du das Gespür dafür hast, dass du nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde innerlich sagst, so, jetzt gehst du wieder raus. Und wenn man Angst davor hat, dass man sich im Netz verliert, dann liegt es daran, dass man das nicht gelernt hat. Aber man kann das lernen. Okay, ich würde das alles drei mal kurz so unterscheiden. Bildung ist die Allgemeinbildung, die sozusagen unabhängig von späteren Berufen oder sonstiges, das soll sie auch so bleiben. Und die Allgemeinbildung hat aber jetzt ganz andere Sachen als allgemein zu Bildendes und zu Lernendes zu liefern als früher. Ich komme gut zurecht mit diesen 4K, oder die mir Andreas Schleicher nennt.
Die Frage ist immer nur, was versteht man darunter? Und wie kriegt man das? Und die 4K, also kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität, die muss ich richtig verstehen. Kreativität heißt nicht, ich bin bunt und kann gut Kunst, sondern und gut malen, sondern Kreativität heißt, ich kann zulassen, dass mir wahnsinnige Einfälle, die eigentlich nicht gehen, gefallen und dass ich eine Weile damit rumspielen kann und Prototypen machen kann und mir überlegen kann, vielleicht geht's ja doch. Also diese Offenheit, die eigentlich in geschlossenen Systemen immer reduziert wird auf ein Nichts, die muss wiederhergestellt werden. Und ohne kreatives Denken fällt mir keine bisher unbekannte Lösung auf ein mathematisches Problem als Mathematiker ein. Also ist klar, die Kreativität ist auch in den Wissenschaften nötig, um Paradigmenwechsel zu vollziehen, um auf neue Sachen zu kommen. Für alte Probleme muss man die alten Probleme manchmal neu definieren und zu neuen Problemen machen. Alle Problemdefinitionen müssen, wenn bisher noch keine Lösung drauf gefunden worden ist, muss nicht nach neuer Lösung gesucht werden, sondern muss das Problem nochmal neu definiert werden. Das wissen alle. Das wissen alle, die erfolgreich Wissenschaft machen und Probleme lösen. Und diese Art von problemlösendem Lernen, die gehört zur Allgemeinbildung. Das muss man generell lernen. Scheißegal an welchem Problem, scheißegal in welchem Fach, das muss allgemein gelernt werden als Haltung. Das geht nur mit kritischem Denken. Das geht nur, indem man an den Problemen arbeitet und nicht mit vorgegebenen Lösungen. Und schon gar nicht mit vorgegebenen Lösungswegen so. Und die Schüler verbringen die ganze Zeit eigentlich damit, längst bekannte Problemlösungen zu uralten Problemen nachzuvollziehen. Das muss man auch mal tun, natürlich. Das ist ein Teil eines Lernens, aber das ist nicht und gar nicht das Ergebnis, das Lernergebnis selbst. Und das Lernergebnis im allgemeinbildenden Bereich der Schule, von Anfang bis zum Abitur oder bis zum Realschulabschluss, 10. Klasse, muss das bringen. Und dazu gehört eben, jetzt habe ich von kritischem Denken gesprochen, jetzt habe ich von Kreativität gesprochen, dazu gehört natürlich auch, dass das echt Probleme sind und nicht didaktisch erfundene Probleme. Also kritisch denken kann ich nur lernen, indem ich meine Kritik, die ich habe, egal wie ich, auf welchem Stand sie ist, auf dem Stand eines 6-Jährigen oder einer 60-Jährigen, die muss ich ernsthaft in ernsten Situationen einbringen dürfen. Und die muss von dem Setting, das ja auch aus Menschen besteht, zum Beispiel dem Lehrer und meinen Klassenkameraden, muss in einer echten Lebenssituation muss meine Kritik angehört und gegebenenfalls ernst genommen und umgesetzt werden und zu einer Änderung der Situation führen. Also ob ich 6 Jahre oder 60 bin, ist vollkommen egal. Und dafür ist das System im Moment noch nicht offen. Also alles, was an Partizipation passiert, ist häufig zu 99% Pseudo. Und jeder Mensch, der in einer Pseudosituation lebt, der weiß, es ist nicht echt. Also solange die Schule sich auf wir bereiten die Kinder auf ihr Leben für später vor versteht, anstatt zu sagen, die leben hier 12 Jahre mit uns in dieser Institution, das ist ihr Leben. Und das muss momentan auch das sein, wo echt Probleme ernst genommen werden und wo sie lernen, dass sie dazugehören und mitmischen dürfen, dann ist kein kritisches Denken, Lernen möglich, dann ist keine Kreativität möglich und so weiter. So, also es ist eigentlich ein hoher emanzipativer Akt, dieses System so zu verwandeln, dass es im 21. Jahrhundert seine Bildungsfunktion erfüllen kann. Genau so passiert es, wenn
Dinge nicht ernst genommen werden und wenn Begriffe nicht ernst genommen werden, sondern wie Bullshit-Bingo einfach in die alte Struktur versucht wird einzubauen und immer ist es so tun, als ob. Ich bringe digitales Lernen in die Schule, indem ich den Kindern jetzt im Unterricht die iPads hinlege und der Lehrer sagt, wann sie sie benutzen dürfen und welche App sie dann benutzen dürfen. Und es ist selbstverständlich nicht möglich, dass der Schüler selber sagt, wann er das Gerät in die Hand nimmt und wann er meint, in welcher Art und Weise er damit beitragen kann zur gemeinsamen Aufgabe. Es ist so tun, als ob. Also wenn ich in die alten Strukturen die neue Dinge einpflegen möchte, ohne dass die Struktur sich dadurch verändern darf, dann verschwindet das Neue sofort und es ist nichts gewesen. Seit 50 Jahren wissen wir, dass das offizielle und öffentliche Bildungssystem jede Reform, auch wenn sie noch so gut woanders ausprobiert wurde, verschluckt und sich anverwandelt und bleibt, was es war. So, wenn ich das, ich muss aber, um das Neue als Neues wirklich ernstnehmend einpflegen zu können, muss ich dem System gestatten, dass es sich selbst in seinen Strukturen verändert. Naja, die ganzen Erfahrungen, die außerhalb dieser Systeme gemacht werden, es wird ja gelernt außerhalb der Schule, außerhalb der Weiterbildungsinstitutionen und da werden ja ganz viele Lernerfahrungen gemacht, die müssen Eingang kriegen, ernsthaft in die Systeme. Das heißt, der Lehrer, der das nicht selber erfahren hat, der muss sich ganz viele Leute von außen holen. Meinetwegen am besten sind häufig im Schulbetrieb die außerschulischen Jugendpädagogen, häufig auch mit neuen Medien, Bauspielplatzerzieher, sonst wie was. Die haben viel Erfahrung vor allen Dingen mit der Freiwilligkeit von Lernen gemacht. Man kann eigentlich niemanden zum Lernen zwingen. Man kann ihn nicht zwingen, etwas Bestimmtes zu lernen. Das ist nicht möglich. Und darüber wissen die außerschulischen Jugendpädagogen zum Beispiel sehr gut Bescheid. Und deswegen haben die einen anderen Zugang zu Kindern und Jugendlichen. Und deswegen, diese Erfahrung kommt nur in die Schule, wenn die Leute, Erzieher oder Sozialpädagogen aus der freiwilligen, außerschulischen jugendpädagogischen Arbeit, wenn die nicht als sekundäre Kräfte am Nachmittag eingesetzt werden, sondern wenn die die Schule mitbestimmen dürfen. Wenn die mit ihren Erfahrungen dazu beitragen dürfen, dass Schule was wieder Freiwilliges wird. In anderen Ländern gibt es auch Schulpflicht, aber nur bei uns werden die schwänzenden Schüler mit 14 Jahren ins Gefängnis gesteckt, wenn sie schwänzen und das Bußgeld nicht bezahlen können. Dabei war Schulpflicht mal als was ganz anderes gedacht. Das war gedacht, dass die Eltern im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Kinder nicht vom Schulbesuch abhalten, indem sie sie auf dem Feld arbeiten lassen oder in ihrem Heimbetrieb am Webstuhl sitzen lassen. Das war ein Recht, was die Kinder gegenüber ihren Eltern eigentlich hatten. Und das ist bei uns pervertiert worden, unter anderem auch durch die Nazis, mit Arbeitshaus und allem, zu einer Art Schulpflicht, was nur in Deutschland, ausschließlich in Deutschland dazu führt, dass noch nicht Erwachsene, Jugendliche mit 14 Jahren, die sind noch nicht mündig, das heißt, sie haben noch kein einziges Geschäftsrecht, sondern haben nur die allgemeinen Menschenrechte, die ständig ihnen gegenüber gebrochen werden, ins Gefängnis geraten, weil sie der Schule ferngeblieben sind. Das ist eigentlich ein Skandal. Und darüber nachdenken, was das mit Kreativität und mit kritisch denken lernen und all diesen Sachen zu tun hat, müsste man eigentlich längst dazu kommen zu sagen, das ist die grundlegende Missverständnis von Schule, dass es glaubt, man könnte Lernen erzwingen und zwar bestimmte Lernergebnisse erzwingen. Kann man nicht. Und vor allen Dingen, wenn die Lernergebnisse heißen sollen, und ich nehme die 4K eben ernst, kritisch denken, Kollaboration, da gehört für mich Netzwerken und sowas dazu, das kann man nur lernen, wenn man es will. Und wenn man die Tools
die da auch heißen, ich bestimme selber, wie meine Lernumgebung auszusehen hat, in die Hand kriegt, wenn man hochpartizipativ mitentscheiden kann, kann man diese Sachen lernen. Und das bedeutet, dass die Schule eigentlich in Wirklichkeit sowas wie eine Art Sudbury School werden muss. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Sudbury Schools, das ist das alte Summerhill, wo die Leute, die dort lernen sollen, selbst an freiwillig mit dran beteiligt sind, zu bestimmen, was, wie und wann und mit wem sie lernen. Wenn das nicht in diese Richtung geht, ist alles hoffnungslos, weil das nicht bei rauskommt. Da kommt immer nur bei raus, dass Leute daraus erwachsen, die gelernt haben, sich Anforderungen anzupassen, wo sie nicht mit dem Herzen dabei sind. Wobei rauskommt, dass die hinterher immer fragen an jedem Arbeitsplatz, wo sie sind, was soll ich tun? Ja, Bullshit. Da kann schon keine kreative Lösung mehr rauskommen, wenn der Mensch nicht dahin kommt und sagt, okay, wie lautet die Aufgabe, wie lautet das Problem, was ich zu lösen habe? Dann frage ich, wie will ich das angehen? Was will ich tun? Das müssen die Leute fragen. Und auch an jedem scheiße Arbeitsplatz, der angeblich nicht anspruchsvoll ist, müssen die Leute das, was will ich tun, fragen dürfen und nicht das, was soll ich tun. Naja, ich habe das ja auch schon öfter ausprobiert und was ich festgestellt habe, ist, dass Leidensdruck muss da sein, wenn keine Neugierde da ist, beziehungsweise Unzufriedenheit mit dem, wie es ist. Nur wenn ich mit dem jetzigen Zustand unzufrieden bin, will ich überhaupt lernen. Wenn alles so ist, wie ich es haben will, brauche ich nicht lernen. Und Leute kommen dann zum Lernen, wenn sie was ändern wollen. Weil Lernen ja selber der Modus ist, mit dem man Änderung bewirken kann. Und da man ja immer Änderung zum Besseren haben möchte, geht es darum, wie sehen Lernprozesse oder wie ist Lernen und mit welchen Mitteln und mit welchen Material und mit welchen Goals, mit welchen Zielen ist Lernen so, dass es tatsächlich eine Verbesserung irgendeines Zustands hergibt. Und das muss man erreichen, dass das zusammenpasst. Also Leute zum Lernen zu bringen, die alles toll finden, so wie es ist, kann man nicht. Die kann man vergessen. Man kann nur mit den Leuten arbeiten, die in der Lage sind zu empfinden, dass sie mit etwas unzufrieden sind. Die kriegt man zum Lernen. Und den kriegen, zum Lernen kriegen, klingt schon wieder so, die müssen lernen. Also naja, ich bin nur mal Lehrer und Lehrerfortbildner. Ich biete bestimmte Sachen an. Ich weiß, ich kann niemanden zwingen. Wenn ich aber möchte, dass jemand aufmerksam meinem Angebot zuhört, meinem Angebot zum Beispiel, dass ein persönliches Lernnetzwerk aufzubauen sich langfristig lohnt und Spaß macht. Kurzfristig und mittelfristig auch Spaß machen kann, aber langfristig erst spürbar lohnt. Dann muss ich ja Aufmerksamkeit dafür erzeugen, warum soll der mir zuhören? Und warum, es ist ja nicht so einfach, es ist ja eine komplexe Geschichte und etwas ganz anderes, als er bisher gewohnt ist. Da muss er ja alte Überzeugungen wegschmeißen. Das ist ja das Problem. Ich muss jemanden ja dazu bringen, dass er bereit ist, etwas zu verlernen und stattdessen etwas Neues zu lernen. Und das kann ich nur, indem ich ihn darauf zurückführe, was gibt es in deiner Welt, in deiner Arbeitswelt, in deiner Privatwelt, scheißegal, was dich stört. Was ist, was dir nicht gefällt und wofür du deine Zeit und deine Kraft einsetzen möchtest, um es zu verbessern. Da ist der einzige Anknüpfungspunkt. Weil wenn es, wie gesagt, nichts zu verbessern gibt und alles toll ist, dann braucht man nicht lernen. Und dann braucht man vor allen Dingen seine Überzeugungen, wie das Leben so funktioniert, nicht über Bord schmeißen. Und das verpasst zum Beispiel die Lehrerausbildung fast immer, dass sie genau da nicht anknüpft,
sondern dass sie normativ kommt und sagt, so, die Schüler leben in einer ganz anderen Welt als du, deswegen musst du jetzt sozusagen umlernen, damit du die Schüler verstehst. Nein. Du musst nur dann umlernen, wenn du ein unangenehmes, sehr unangenehmes Gefühl hast, dass du dich nicht wohlfühlst, weil du die Schüler nicht verstehst. Dann ist der Ausgangspunkt aber bei dir als Lehrer. Du fühlst dich unwohl mit deinen Schülern, weil du sie nicht mehr verstehst oder weil sie dir mit einer Verhaltensweise kommen, die dich stört. Das ist dann der Ausgangspunkt. Und nicht das, dass du für die Schüler irgendwas machen musst, sondern weil du mit den Schülern, so wie es jetzt ist in dem System, nicht mehr gut klarkommst. Deswegen, so, es ist eigentlich immer die Therapie, Lernen ist immer die Therapie der eigenen Situation und nie, weil man für andere was tut. Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute sind vernetzt und zwar privat mit ihren Freunden, mit Leuten, die sie kennen. Meinetwegen haben sie auch irgendwie die Zeit abonniert in Facebook und lassen sich sozusagen da beliefern. Okay, das sind sozusagen wertvolle Erfahrungen, an denen man anknüpfen kann. Aber das ist überhaupt kein persönliches Lernnetzwerk im Sinne von, ich gestalte das, ich baue das aktiv für mich auf und zwar im Zusammenhang mit meinen eigenen Zielen. Das müssen nicht immer professionelle Ziele sein. Das kann auch mein Hobby sein. Das kann auch meine persönliche Weiterentwicklung meiner Gedankenwelt sein. Aber es muss mit Zielen verknüpft sein und nicht mit einfach nur Spaß haben. Ich habe neulich meinen ersten Kurs mit Referendaren dezidiert um Aufbau und Pflege eines persönlichen Lernnetzwerks gemacht. Ich arbeite nur mit Leuten, die freiwillig bei mir sind, Gott sei Dank. Aber es kommen trotzdem unter blöden systemischen Zwängen Leute zu mir, die eigentlich in einem anderen Betrieb sein wollten und sind dann zufällig da. Und da sage ich immer, Leute, ihr seid jetzt hier, ihr wisst, dass ihr hier seid, weil es einen Sinn hat. Ihr wollt irgendwelche Punkte oder Badges haben oder so. Es kann mir persönlich ganz egal sein, was ihr mit dem macht, was ich euch hier anbiete. Aber was ich mir wünsche, ist, dass ihr selber mit dafür sorgt, dass ihr hier keine unnütze Zeit versitzt. Also bringt euch ein. In welcher Form auch immer. Geht mit dem Stoff, den ich hier vorlege, so um, dass ihr was davon habt. Das ist schon was, was sie so gar nicht kennen. Weil normalerweise kriegen sie die Ziele und das Outcome, was hinten bei rauskommen soll, nämlich vorgesetzt. Und das war ganz interessant. Ich habe mit denen gearbeitet. Ich habe ihnen gezeigt, was für mich persönliches Lernnetzwerk ist und warum ich so begeistert davon bin und warum ich glaube, dass das für sie auch gut wäre. Und dann kam, was immerhin die Leute, die mit denen ich arbeite, sind gerade aus dem Studium raus. Sie sind noch nicht mal 30. Die wären Lehrer, die werden aber auch schon als Lehrer eingesetzt mit einer halben Stelle und müssen schon unterrichten. Da unterrichten sie natürlich so, wie sie selber unterrichtet worden sind. Die waren vollkommen baff und ganz skeptisch, als ich ihnen gesagt habe, man kann das, was ihr mit euren Facebook-Accounts macht, auch zum Arbeiten und Lernen benutzen. Nee, das ist doch nur privat. Die sind drauf geeicht, und da ist das Bildungssystem mit Schuld, besonders in Deutschland, dass sie dieses ganze Netz als was ganz Privates und wenn ich als sie gefragt habe, wofür nutzt ihr das? Ach, nur zum Spaß. Die sind so drauf trainiert, dass das alles nur zum Spaß ist und dass sie deswegen auch die Zeiten, die sie damit verbringen, unheimlich reduziert halten müssen, weil das nichts mit der Arbeitswelt zu tun hat. Das ist vollkommen getrennt. Das ist wie zwei Seiten einer Medaille. Entweder es ist professionell oder es ist Netz. Das ist viel schlimmer, als man gedacht hat. Das ist so eingebrannt, besonders in Deutschland. Und dann haben sie noch was, dass sie, weil sie professionell jetzt sind, unter professionell stellen sich vor, dass sie im Netz, wenn es öffentlich ist, wenn überhaupt was öffentlich ist und sie nicht alles auf privat, nur Freunde dürfen das sehen, gestellt haben, deswegen sind die WhatsApp-Gruppen auch so beliebt, weil das ja was ganz Privates ist,
dass sie überhaupt nichts öffentlich stellen, gar nichts. Aber wenn sie was öffentlich stellen, für alle sichtbar, dann ist es ihr Essen oder wie die Wohnung aussieht, also wie das Interieur da ist oder so. Da habe ich kein Problem mit. Das ist für mich was ganz Privates. Aber dass man seine Gedanken öffentlich macht, das geht gar nicht. Und deswegen können sie alle mit dem Netz nicht wirklich organisiert lernen, weil sie glauben, dass das, was sie in Gedanken haben, das darf man nicht öffentlich machen, weil wenn sie in Facebook gucken, dann sehen sie auch die vielen geteilten Videos, irgendein scheiß rechtsextremer Mist von der AfD oder so. Das ist alles was, was man nur geheim denken darf, aber nicht öffentlich äußern darf. Und sie, das ist so eingebrannt, dass ich große Sorge habe, ob das überhaupt in Deutschland möglich ist, das rechtzeitig wieder zurückzuholen, dass öffentlich ein Marktplatz ist, wo man sich trifft und working out loud, learning out loud ausspricht, was man tatsächlich denkt und mit anderen verhandelt darum, was politisch Geschäft ist, was Arbeit angeht. Wie löst man ein Problem am Arbeitsplatz? Das kann man doch nicht nur mit sich selbst lösen. Das kann man doch auch nicht nur mit seinem Vorgesetzten besprechen. Da muss man doch die ganze Welt zusammenrufen, wenn das ein schwerwiegendes Problem ist im Atomkraftwerk, um alle Wissenschaftler, die überhaupt nur mobilisierbar sind, dazu zu holen. So, da gibt es auch organisierte Plätze für. Die heißen LMS. Die kann man sozusagen, das ist ja das berühmte JARCI-Modell, Working Out Loud, Learning Out Loud. Das ist ja dreistufig. Ich habe mein Team auf der unteren Stufe mit ganz engen Bindungen. Mit denen löse ich ein Problem, wenn es geht, auf dieser Ebene. Da guckt keiner aus der Öffentlichkeit zu und auch noch nicht mal aus einer anderen Abteilung oder aus einem anderen Team der gleichen Abteilung im gleichen Betrieb. Dann gibt es aber bestimmte Probleme, die sind auf der Ebene gar nicht lösbar. Die kann ich nur auf einem Niveau lösen. Da brauche ich meinetwegen das Knowledge, das Wissen von viel mehr Köpfen über die Abteilungsgrenzen hinweg. Da brauche ich vielleicht alle Köpfe aus dem Betrieb, die müssen eingebunden werden. Dafür kann man im Betrieb ein Learning Management System organisieren, wo dauernd, sozusagen nicht nur für ein Meeting von einer Stunde, über ein Problem asynchron nachgedacht wird. Und allen denen, was dazu einfällt, die schreiben da asynchron rein. So. Und dann gibt es aber Probleme, die sind nicht innerbetrieblich zu lösen. Die sind nur mit einem weiteren Blick außerhalb dem Betrieb zu lösen. Und dafür brauche ich jetzt dieses über Lernnetzwerk in der totalen www-Öffentlichkeit. Und das muss man aber persönlich managen, so ein Lernnetzwerk. Das kann nicht ein Betrieb managen. Ne? Wenn die ganze Weltöffentlichkeit dazu eingeladen ist, muss ich das in meiner persönlichen Hand für mich haben. Und das ist das, wo Probleme gelöst werden, die wirklich weitreichend sind. Und die weitreichend, du hast ja auch gefragt nach Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft. Eigentlich ist das persönliche Lernnetzwerk genau die Schaltstelle, wo zwischen dir als Individuum und der gesamten Weltgesellschaft der Konversationsbetrieb läuft. Das ist das Faszinierende daran, dass du mit der gesamten Weltgesellschaft in eine Konversation eintreten kannst, die du bist verantwortlich dafür, welche Probleme du da einspeist. Deswegen habe ich manchmal große Probleme mit, wenn zu viel über das Private in solchen Räumen gesprochen wird. Zum Beispiel der EdChat.de. Da wird sicher ein Drittel der wirklich kostbaren einen Stunde, in denen dieser Chat läuft, mit, wie ich finde, unnötigen Socializing, du bist auch da, hello here und so, verbraten. Und dann sind nur noch 20 Minuten wirklich der Austausch über die Sachen, über die man sich austauschen möchte, übrig. Vielleicht ist es nötig, aber da wünsche ich mir mehr Autismus in der Beziehung.
Meinst du das jetzt langfristig als Ergebnis oder meinst du das als Zielvorstellung? Als Zielvorstellung, wie man es eigentlich machen müsste heutzutage? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich zwei Probleme mit. Erstmal kann man, wie es in Zukunft aussehen wird, auf dieser konkreten Ebene nicht sagen. Wenn du das vorher visionierst, in dieser Konkretion, dann hast du alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen, wo wir aber noch nicht wissen, welche der Möglichkeiten die gute ist. Auf der anderen Seite hast du für meine Begriffe eine zu heftige Vorstellung von dem, was Disruptivität ist. Also du kannst nicht, glaube ich, komplett davon ausgehen, komplett, dass die Institutionen sich auflösen, in dem Sinne, dass sie generell nicht mehr existieren. Ich gehe davon aus, dass sie sich so verändern, dass man sie kaum wiedererkennen mag. Das schon, aber institutionalisiertes, organisiertes, auch von oben organisiertes, was auf einer anderen öffentlichen Bühne verhandelt worden ist, brauchen wir. Also ich glaube nicht, dass das wäre das, was ich totale Anarchie nennen würde, wenn alles nur noch ungesammelt Netzwerk heißt, ja, dass es eben nicht gesteuert ist von oben, sondern dass es vom Netzwerk selbst gesteuert ist. Das glaube ich nicht. Es wird sicher, die Netzwerkstrukturen werden viel wichtiger, als wir ahnen und selbst als ich mir vorstellen kann wahrscheinlich. Und werden eine ganz hohen Stellen, werden eine ganz hohe Bedeutung bekommen. Aber wie, auf welche Weise die hierarchischen Strukturen verändern, das kann ich noch nicht sagen. Und ich glaube nicht, dass sie komplett ersetzen werden. Jedenfalls nicht mittelfristig. Wie das in späteren Jahrhunderten aussieht, weiß ich doch nicht. Da, so weit muss man, glaube ich, auch nicht gucken. Aber das ernst zu nehmen, dass Netzwerkstrukturen mit allem, was Netzwerk bedeutet, nämlich dem Selbstorganisierten, dass das die neue, ein ganz neues, wesentliche Eigenschaft der Systeme werden wird, das bin ich überzeugt von. Wie viel davon noch übrig ist, das ist ja von dem Hierarchischen, ist ja keine quantitative Frage, sondern vielmehr eine qualitative. In welchen Fragen wird der Netzwerkbetrieb die Führung übernehmen? Und in welchen Fragen wird Hierarchie noch bedeutsam sein? Darum geht's. Also eine qualitative, wo ist das Problem? Was ist die Frage? Was soll geregelt werden? Das ist wichtig. Also ist keine quantitative Frage. Und ich glaube, dass das Bereitstellen von Räumen und zur Verfügung stellen von Framework für selbstorganisiertes Netzwerken, dass das in der Hand von politisch ausgehandelten demokratischen Institutionen sein muss. Also die Surveillance darüber, ob das auch demokratisch vor sich geht und nicht Netzwerkstrukturen plötzlich einen Sozialdarwinismus ergeben, das möchte ich bitte in hierarchischer Struktur behalten, nämlich in gewählten, politisch gewählten, demokratisch gewählten Institutionen. Also das meine ich mit qualitativ im Unterschied zu quantitativ. Ich war gerade im Bildungsurlaub, kürzlich, vor 2 Wochen. Das ist was, was sich die meisten Leute gar nicht nehmen. Also ich glaube, ich bin eine der wenigen in meinem Institut, einer der wenigen von denen, die überhaupt die Möglichkeit dazu haben, die sich das nimmt. Das ist ganz schwer, auch bei Leuten, die bei uns lernsozialisiert sind, lernen als was Wünschenswertes und was selbst, also was mit Freude und Vergnügen verbunden ist, zu etablieren. Ich glaube, dass das, was du vorschlägst, sicher eine interessante Zwischenstation ist. Eine andere Zwischenstation wäre, dass man sich klar macht, dass das Lernen ja sowieso eigentlich was ist,
was also nicht nur selbstbestimmt sein muss, sondern was auch eigentlich open im Sinne von, das darf nichts kosten. Also wenn ich Geld für bezahlen muss, dass ich was lernen darf, dann gefällt mir eigentlich das Gesellschaftssystem, in dem das so ist, nicht. Ich spreche den Kapitalismus an, wo alles Ware ist und alles Geld kostet. Dazu habe ich mich an verschiedenen Stellen schon genug geäußert, auch mit meinen Postwachstumsvorstellungen. Ich glaube, dass das Wichtige vor allen Dingen auch Zeit ist. Die Leute sind vielleicht bereit, 120 Euro für einen Englischkurs in der Volkshochschule Mönckebergstraße zu bezahlen. Aber das Problem ist die Zeit. Kriege ich Zeit dafür von meinem Arbeitgeber? Ein vernünftiger Arbeitgeber heute kann jedes Werk und jeder Arbeitgeber machen, ist zu sagen, ich reduziere eure Arbeitszeit um eine Stunde und damit dürft ihr, die dürft ihr verbrauchen, um im Netz zu surfen. Die dürft ihr verbrauchen. Ich helfe euch vorher, dass ihr untereinander euch klärt, wie man so ein persönliches Netzwerk aufbaut, so ein persönliches Lernnetzwerk. Und wenn ihr das macht, kriegt ihr eine Stunde von eurer Arbeitszeit pro Tag erlassen und in der Zeit könnt ihr Personal Learning Networking machen. Und die Leute, die das machen, werden über Jahre vielleicht feststellen, dass sie, und der Betrieb wird langfristig investieren in Mitarbeiter, genau solche, die er haben will, die kreativ denken können und so weiter und so fort. Das wäre eine langfristige Investition. Und das genau ist auch der Unterschied zwischen verschiedenen Companies, die langfristig investieren und denken können und investieren in die selbstverantwortete Fortbildung ihrer Mitarbeiter, zum Beispiel mit solchen informellen Lernnetzwerken, die werden langfristig eher überleben. Aber die verzichten ja kurzfristig auf Profit. Jetzt guck dir mal die Geschichte der Betriebe im Kapitalismus an. Welche sind in der Lage, kurzfristig auf Profite zu verzichten, um langfristig ihre Profitemöglichkeiten zu erhalten? Da kommen wir zu dem Problem mit dem tendenziellen Fall der Profitrate. Das Problem ist, dass das nur neue Industrien können. Und wie macht's das? Das hat in der Zeit des Faschismus, haben das die neuen Industrien Chemie und Elektro gemacht, dass sie sinnvoll langfristiger gedacht haben. Und heute tut es die Kreativ- oder Medienwirtschaft ausschließlich. Und ja, oder solche Typen wie Sattelberger oder so, die das anmahnen. Ne? Aber das ist ein Zeitproblem und auch ein Problem, kann ich kurzfristig, mittelfristig und langfristig denken oder will ich 300% Rendite kurzfristig erreichen und danach wickle ich den Betrieb ab. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal Punkt, weil jetzt sind wir schon bei fast sind wir schon auf eine gute Stunde hinweg. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Lisa, für das Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. War sehr spannend. Ich werde jetzt mal versuchen zu überlegen, wie man das schneiden könnte, sodass es konsumierbar ist. Und ich beende jetzt mal hier die Übertragung erstmal.